Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich baue heute mal City. Coole City. Mein City von Cuman. Beim Johnny gekauft, nicht zu übersehen, an dem Aufkleber war von dem Rest der Verkauf. Cuman muss hier raus. Ich habe schon ein, zwei größere Sets von Cuman gebaut, fand die recht cool. Und da habe ich mir hier so ein Display gekauft. Sind vier Sets. W1932-1-4, sind so Polizeisets. Das Ding hier heißt Intercept Outlaw. Lustig finde ich, dass die Namen von den Sets bei der Übersetzung ins Deutsche bei jedem Hersteller oder bei jedem Händler andere Namen bekommt. Voll lustig. Ich habe es Straßensperre genannt. Frei übersetzt von meiner Seite aus. 98 Teilchen, 3 Minifigürchen. Läuft im Markt zwischen 5 und 10 Euro zuzüglich Versand. Ist also ganz okay, würde ich sagen. Und wir schauen mal rein. Messerchen. Wir haben einen Karton zum Wiederverschließen mit einem Siegel. Stück Tesafilmstreifen. Oh, Klebestreifen. Entschuldigung. Nicht, dass die auch noch anfangen, Briefe zu verschicken. Ja, etwas mehr wie halb gefüllt. Eine große Tüte drin. Habe ich durch die Karton. Vorderseite. Rückseite. Und auf der Seite sehen wir die Minifiguren. Ich finde die gar nicht so schlecht. Und ich glaube, so ein Kind, das in dem Alter diese Sets baut, dem ist auch vollkommen wurscht, wie die aussehen. Ich finde die okay. Ach, das ist das Motorrad. Noch ein Motorrad, noch ein Motorrad. Große Köpfe, einzelne Figuren. Ich glaube, das sind die Hälfte der Teile schon weg. Wir schauen uns mal das Glasding an. Ja, das sind die Figuren in der Packung Schlittschuh draufgelaufen. Ist ein Spielset. Ist okay. Ich würde sagen, dafür hole ich mir keine Tellerchen, oder? Ich erwarte hier keine großartigen Prints. Es ist hier auch nicht viel an Set vorhanden, wenn man ehrlich ist. Besteht hauptsächlich aus Fahrzeugen und so einem kleinen Sidebike. Ja. Aber die Figuren sehen schon wieder cool bedruckt aus. Da bin ich mal gespannt. Ich klopp das mal zusammen und dann schauen wir uns das an. Und da bin ich mit dem Fazit schon wieder. Ja, das könnt ihr natürlich nicht wissen. Ich drehe das jetzt zum zweiten Mal, weil mir was ganz Bestimmtes aufgefallen ist, als ich schon mit allem fertig war. Aber das zeige ich euch gleich. Wir gehen der Reihe nach durch, oder? Anleitung, super easy, gar keine Fragen. Auf der ersten Seite beschäftigen wir uns mit den Fahrzeugen und den zwei Minifigürchen, drei Minifigürchen. Und auf der zweiten Seite bauen wir dann eben diese Mautstelle oder so, ich weiß es nicht. Das Ding da. Wir haben drei Aufkleber auf der Station. Police, Stoppzeichen und hier neben noch an dem, das ist ein Briefkasten oder so, das kann man aufmachen. Und drei Aufkleberchen für das Polizeimotorrad. Minifigürchen. Wir haben drei wunderbar bedruckte Figuren. Ich finde die optisch echt klasse. Die Lady finde ich cool mit den grünen Haaren. Erinnert mich irgendwie an so einen Star aus dem DC und Universum. Problem an diesen Figuren ist, die haben eine verdammt weiche Hüfte. Der in der Mitte geht, der hält einigermaßen. Die anderen zwei sind mehr so Wackeldackel. Sind auch von hinten schön bedruckt. Blende ich euch auch kurz ein. Ja, schade ist das halt mit der Hüfte. Gut. Die zwei Fahrzeuge. Oder machen wir erst, ja, wenn man erst die Fahrzeuge. Wir haben einmal ein Polizeimotorrad und einmal das Motorrad von der Lady da. Das funktioniert auch hier soweit. Man kann die da reinstellen. Sie hat keine Noppen. Sie hält ja nicht sonderlich stabil drin, weil sie eben diese weiche Hüfte hat. Aber immerhin kann man sie da reinsetzen. Ja, Gleichgewicht ist ein Problem. Hallo,
Das ist die schwere Wumme hier auf der Seite. Dann steht's nicht. Ha, perfekt. So. Wunderschönes Polizeimotorrad. Mann, ich habe euch das gar nicht gezeigt. Motorrad halt. Herrgott, gleich lege ich dich hin. Ich finde das optisch echt cool. Hier kommen noch Aufkleber drauf, Police und hier neben ein paar Rennstreifen und so. Und dann habe ich hier diesen Polizisten mit dem tollen Helm. Übrigens auch ein super Police-Druck auf dem Helm. Und dann passt er da nicht rein. Den kannst du in keinster Weise irgendwie hier reinsetzen. Die Füße sind zu groß, um sie da reinzusetzen. Du kannst ihn hier oben drauf positionieren oder da hier als Liegestuhl reinlegen, aber du kannst ihn nicht reinsetzen. Also mega doof, ist noch sehr milde ausgedrückt, wie ich das finde. Das macht das ganze Ding eigentlich uninteressant, wenn ich da keine Figur reinsetzen kann. Merkwürdig. Ich weiß nicht, wer da geschlafen hat, aber gut. Das habe ich halt vergessen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich nachher neben hingestellt habe und dachte, ach komm, setzt die Figuren da rein, sind sie platzsparend aufbewahrt und dann passt die nicht. Komisch. Nettes Ding hier. Wie gesagt, kann man hier aufklappen. Man kann die Schranke runter machen. Die rastet hier so ein. Das finde ich mega cool. Den Endtopf, den habe ich selbst drauf gemacht. Da habe ich so einen Pneumatikverteiler gehabt, so ein T-Stück. Das habe ich da reingesteckt. Quatsch, kein T-Stück, eine Verlängerung. Pneumatikverlängerung. Damit habe ich das hier fixiert und die Noppe und die Leuchte ist Ersatzteil von dem Set. Da haben wir noch eine große Schrotflinte drin. Die Teilequalität ist übrigens gut. Das Weiß ist schön weiß. Farbabweichung, gut, wir haben hier nur drei Farben. Ja, die Fliesen sind okay für ein Spielset, für ein mehrere hundert teures Displayset wäre es jetzt nicht gut, aber für die Sache ist das vollkommen ausreichend. Ja, ein paar Ersatzteile habe ich übrig, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ist ja nichts Dramatisches. Und die hier habe ich übrig, weil bei mir zwei von diesen Plätzen zusammengeklickt waren. Ist beim Verpacken nicht aufgefallen, Glück gehabt. Ja, wie gesagt, 5 bis 10 Euro, 7,50 Euro. Drei Minifigürchen, zwei Motorräder, eins davon unbrauchbar und hier so ein paar Steinchen. Ja, ist okay, da gibt es teurere Hersteller. Wir schauen uns auch später nochmal an, was mit denen ist. Ich lasse die auch hier stehen, gucken wir uns nachher mal alles zusammen an. Ich denke, das wird ein Spaß, oder? In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran. Glemmbausteine verbinden.